Hallo, ich grüße euch zum Teil 6. Wir wollen uns heute erstmal mit dem Money Management und dem Risikomanagement befassen und wie man ein Setup erstellt. Wir sehen jetzt hier unseren Kurs. Wir haben also hier US-Dollar, japanischer Yen. Wir gucken mal, ob hier was Interessantes ist. Während wir also hier reden, könnten wir also hier was tun. Wir sehen also, dass er hier schon oben angeschlagen ist. Es sieht auch gut aus, dass er hier nach unten geht. Wir gucken mal, ob hier in den nächsten 10 Minuten was zu holen ist. Da gehen wir immer in den übergeordneten Trend. Ja, und wir sehen, dass es hier noch nicht vollendet ist. Also würde hier noch in die Kurve reinlaufen. Also das tun wir uns ja nicht an, dass wir hier in so einer riskanten Stelle da hier reinsteigen. Also das könnte durchaus noch nach oben gehen. Das ist also kein günstige Ausgangsposition. Wie sieht es hier aus? Hier sieht es ähnlich aus. Er steht in der Mitte. Ne? Wenn er hier wäre, könnte man verkaufen. Hier unten könnte man kaufen. Hier in der Mitte weiß man nicht, was er tut. Die gelbe Linie macht hier einen Knick. Da könnte er also hier nach der Seite wegdrehen. Also auch keine besonders schöne Ausgangsposition. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir einen großen Aufwärtstrend, starken Abwärtstrend, einen Seitwärtstrend. Und bei Seitwärtstrends haben wir nichts zu tun. Das sind also alles solche Dinge, wo man lieber die Finger davon lässt. Woran erkennt man es, ne? Wenn die Linie hier waagerecht ist? Da ist also nicht viel los, die Linie waagerecht. Und wir stehen beim Williams in der Mitte, also Käufer und Verkäufer halten sich die Waage. Das ist also keine profitable Situation. Wir gehen nochmal in die Indizes rein und gucken uns mal den Vormittag. Wir haben noch Vormittag, das heißt, es lohnt sich hier mal den Germany Index, den German 30 nochmal zu laden. Den hat man ja gestern schon mal kurz gezeigt. Na, da will wieder nicht mitkommen. Mit. Will nicht. Warum will noch nicht? Was ist denn das hier denn los? Na, hier mal gucken. Also nochmal versuchen, ob man dann hier irgendwie runterschubsen kann. Ah, jetzt. So, und dann machen wir hier in der beliebten Art und Weise den wieder an die vierte Stelle. Laden unsere Vorlage rein und machen erstmal eine Analyse, was hier los ist. Wir sehen ein Maximum. Da brauchen wir nicht lange überlegen. Ja, das sind lauter Hochs. Er steht hier oben. Was sagt unser MACD? Der meint hier ein Maximum. Die Länge von dem Intervall sind ungefähr 7 Kerzen. Wir sind ja bei der vierten. Also ist die nächste eine rote. Wir haben also gute Chancen, wenn wir hier mal verkaufen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier mit 4 Kontrakten rein und da sind wir etwas höher. Wir sind dann bei 10% Risiko. Wir machen es einfach mal und wir haben auch recht, weil hier schon die erste rote Katze erschienen ist. Wir haben 219 Euro zu hinterlegen für die 4 Kontrakte und wenn das günstig läuft, das heißt, wenn er hier rote Kerzen ausbildet in der Reihe, na, dann legen wir nochmal nach. Da müsste aber hier auch noch eine rote Kerze kommen. So, während das sich hier entwickelt, wir gucken dann immer mal rein, kümmern wir uns erstmal um die theoretischen Geschichten. So, das erste, was ich jetzt euch mal zeigen möchte, ist hier eine Abhandlung über Trading-Systeme und Trefferquote. Und da ist ja eine hübsche Tabelle. Die gucken wir uns mal an. So, hier oben haben wir abgetragen das CRV, das ist das Chance-Risiko-Verhältnis. Also 5 zu 1, 4 zu 1, 1 zu 1 und so weiter. Das heißt, je größer die Zahl vorne ist, desto mehr Chancen im Vergleich zum Risiko haben wir. Wenn es umgedreht ist, ist also die Chance 1 zum Risiko von 5. So, da kann man sich vorstellen, wenn die Chance 50-50 steht, das sind wir hier in dieser Spalte. Ja? Also, wenn wir eine 50-50-Chance haben und 50% Trefferquote, dann liegen wir zur Hälfte falsch und zur Hälfte richtig und würden nichts verdienen. Ja, also das ist keine profitable Position. Jetzt müssen wir gucken, was können wir denn beeinflussen? Die Trefferquote können wir nicht beeinflussen, weil die Trefferquote die ist ja im Prinzip in Zufall überlassen, weil der Markt kann zufällig alles tun. Also das ist eine Grundregel, die man sich merken muss. Der Markt kann prinzipiell alles tun. Die Wahrscheinlichkeit, dass er alles tut, ist allerdings nicht gleich. Ich zeige euch gleich, warum das so ist. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in den Tageschart mal schalten, da wird uns was auffallen. Und zwar, die Wahrscheinlichkeit, dass er von hier hochspringt, ist relativ gering. Denn er hat es in den vergangenen Perioden auch nicht gemacht.
Die Kerzen liegen alle dicht an dicht. Es gibt keine Kerze, die hier oben raussticht oder die hier runter geht. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb eines Tages so eine Hammerkerze hier erscheint, nicht besonders groß. Aber wir sehen, dass dieser Unterschied hier mit 10.000 Punkten immerhin zu Buche schlägt. Also das ist eine gewaltige Größenordnung, die hier passieren kann. Und an diesem Tag sieht man ja, wie groß die Unterschiede sind, ja, von der Öffnung und Schlusskurs. Also das ist eine sehr riskante Geschichte. Aber wir sehen, dass es hier flacher wird. Die Unterschiede zwischen Minimum und Maximum relativ klein. Wir können das noch ein bisschen besser sehen, indem wir noch einmal auf den 15-Minuten-Chart runtergehen. Ja, da sehen wir also, wir haben hier drei steigende Kerzen, zwei fallende. Hier sind wir wieder an den steigenden. Und hier unten sieht es so aus, ob er einen Radius ausbildet. Radius heißt, dass er also hier versucht, dann nochmal runterzukommen. Hier hat er auch einen Radius ausgebildet. Also die Chance steht gut, dass hier eine kleine Kerze entsteht, wobei wir hier ja oben schon bei 2 Euro Gewinn sind. Also ich schätze mal, dass er hier auf die gelbe Mittellinie zurückkehrt, beziehungsweise auch wieder runterkommt. Er hat es hier getan, hat es hier getan und er wird etwa hier landen, wenn er abgestiegen ist. So, dann müssen wir noch gucken, es sind 15 Minuten, also in einer halben Stunde wird man hier unten was sehen und dann haben wir wieder einen Gewinn. Wir haben also innerhalb von 24 Stunden 320 Euro verdient, also Demogeld. Das ist ein ganz ordentlicher Tagesgewinn. Man muss ja immer bedenken, der Gewinn hängt immer vom Konto, von der Kontogröße ab. Wenn die Kontogröße 10.000 Euro ist und 324 Gewinn, haben wir also einen Tagesgewinn von 3%. Und 3% ja, Gewinn, das muss eine Geldanlage erstmal bringen. Ne? Bei den heutigen niedrigen Zinssätzen im Jahr. Ne? Wir sind jetzt hier im Tag, also 3% im Tag. Wir könnten das mal ausrechnen, wie viel das ist. Wir machen hier einen Taschenrechner raus. Ja. Mal hier, dass wir alles so sehen können. Wir teilen jetzt einfach mal die 10.328 durch die 10.000, die man vorneweg hat, oh ja, halt. 10.328 durch die 10.000. Man kann es im Kopf machen, aber ich möchte, dass wir das hier nochmal zeigen. Ja, da haben wir hier die 3,28%. Prozent ist immer durch 100. Sind 3, müssen jetzt die 100, also den Grundwert hier wieder abziehen. Ja, da kommen wir, ja, jetzt waren wir gerade schief gegangen. Kommen wir dann hier auf die 3,16%. So, und jetzt müsst ihr mal rechnen. Es gibt ungefähr ja, 220 Börsentage, also wäre 3,16 mal 220 Börsentage. Wir hätten also einen möglichen Gewinn von 625%. Ja, die wir also, wenn wir jeden Tag so viel machen würden wie gestern, hätten wir also diese Größenordnung erreicht. Wir sehen natürlich jetzt hier kurzes Minus, weil er nochmal korrigiert hat, aber das ist nur vorübergehend. So, das heißt, wer bei diesen Zahlen noch der Meinung ist, dass er mit Lotto besser abschneidet, der kann sich das relativ leicht überlegen. Lotto untersteht ja dem Chance-Risiko-Verhältnis und das Chance-Risiko-Verhältnis ist bei Lotto immer kleiner 1. Ne? Also die Ausschüttung aller Gewinne, selbst wenn es 50-50 stände, ist zwischen 60 und 80%. Ne? Und je kleiner der Wert ist, desto weniger lohnt sich Lotto. So, bei einem Chancenrisiko von 1 zu 1 würde niemand groß an der Börse handeln wollen, weil da könnte man auch würfeln oder man könnte Roulette spielen, die liegen alle besser. Ne? Roulette kann man sich ja überlegen, wie viele Felder das sind. Es gibt ein grünes Feld, wo man die Bank gewinnt. Aber man hat eine relativ gute Chance, dass man 5 oder 6 Mal hintereinander kein grünes Feld erwischt. Und man also mit einer guten Strategie bei Rot und Schwarz setzen, also der gerade und ungerade, durchaus bessere Trefferquoten und Chance-Risiko-Verhältnisse hat als 1 zu 1. Das ist durchaus möglich, wenn man weiß, wie man es machen muss. Man müsste also bei Roulette den kleinstmöglichen Chip erstmal setzen, den man sich noch leisten kann, und müsste im Verliererfall die Chips verdoppeln.
Ne? Man darf es nicht im Gewinnfall verdoppeln, man darf es im Verliererfall verdoppeln. Weil wenn man gewonnen hat, kriegt man ja eh was dazu. Und beim Verlustfall müsste man das, was man verloren hat, in der nächsten Runde ersetzen und darauf spekulieren, dass man sechsmal hintereinander kein Schwarz oder sechsmal hintereinander kein Rot erwischt. Und sobald das einmal funktioniert, sind also die Verluste, die man erlitten hat, durch die Verdoppelung des Einsatzes wieder rein. Ne? So kann man also eine Roulette-Strategie aufbauen. Aber mit solchen Tricks brauchen wir uns ja nicht befassen. Wir verdoppeln den Gewinn nicht, sondern wir ermitteln den aus unserer Kontogröße. Ja? Also, unser Chance-Risiko-Verhältnis tun wir das so verbessern, indem wir die Anfangsbedingungen, wo wir starten, möglichst günstig wählen. Zum Beispiel wählen wir günstig, wenn wir von diesem Punkt aus hier unten davon ausgehen, wenn er schon eine rote Kerze hat, also ein Doji ausgebildet und eine rote Kerze nach unten, ist die Chance sehr groß, weil wir sehr weit oben sind, dass er nach unten läuft. Und das hat er ja tatsächlich auch gemacht. So, er hat natürlich hier die Chance, nach oben zu drehen und nach unten zu drehen. Aber es ist natürlich klar, dass die Chance, nach unten zu drehen, größer ist. Die Verhältnisse würden anders aussehen, wenn wir uns hier befinden würden. Ist natürlich die Chance, dass er nach oben geht, größer als nach unten. In der Mitte, also um den Mittelwert rum, ist die Chance 50-50. Wie man sieht, pendelt also das immer um die Mittellinie, ist also keine komfortable Startposition. So, das Chance-Risiko-Verhältnis verbessern wir noch weiter, indem wir noch zusätzliche Indikatoren hinzufügen, die uns vor bestimmten Situationen warnen. Zum Beispiel hier, dass man nicht denkt, der macht hier noch ewig hoch, weil man ja hier schon sieht, dass er anfängt, hier einen Radius auszubilden. Der Williams fängt an, hier diese minus 30 zu durchstoßen. Also hier ist man gewarnt, es geht hier nicht weiter hoch. Also sehr unwahrscheinlich, weil die vergangenen Daten, wo er also schon Kerzen gemacht hat, den Rechenalgorithmus dazu veranlassen, einen hier zu warnen. Also hier sieht es aus wie eine Radiusausbildung. Er wird also maximal in ganz klein drüber gehen und danach wieder ein Minus. Ja, es ist nicht zu erwarten, dass hier ein großer, also hier nochmal so ein Radius nach oben kommt, sondern das sieht eher aus wie ein ganz kleines Ankratzen, also wie hier und dann wieder nach unten. Ist auch logisch, weil der Haupttrend ein fallender ist. Hier haben wir einen fallenden Trend, ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief. Ne? Tieferes Tief. Hier sind die Hochs und das sind die Tiefs und die sind immer tiefer, also haben wir Abwärtstrend. Also die Chance, dass wir nach unten profitabler sind als nach oben, ist hier gegeben. Damit verbessern wir unsere Trefferquote. Ne? Das Chance-Risiko-Verhältnis verbessern wir dadurch, indem wir die Summe der Verlierer klein halten. Das heißt, wir setzen unser Stop-Loss. Trotz dass wir in einer Extremposition sind, ungefähr doppelt so hoch wie der Abstand zwischen Minimum und Maximum. Da liegen wir also, wenn wir zusammenrollen, ja, zusammen, liegen wir also hier ungefähr das Stop-Loss rein. Also wenn es wirklich ganz dumm läuft, dass er hier hochläuft, dann sind natürlich zwei, drei Gewinne werden da egalisiert. Einfach weil er hier hochgelaufen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass er es macht, ist hier nicht allzu groß, weil hier hinten hat er es auch nicht getan. Man kann das allerdings immer erst in der späteren Betrachtung sehen. Aber ich kann ja Folgendes machen. Ich kann ja sagen, da gehe ich einmal zurück und umgehe hier drüber, ob er denn hochgegangen wäre. Das hat er auch nicht gemacht, ist runtergegangen. Ja. Ja. Oder ich umgehe etwa in der Mitte hier und sage, dass er hier, nachdem er also hier aufsteigt, noch weiter runter geht, das hat er auch nicht gemacht. Er ist etwas angestiegen. Also man sieht schon, dass man aus dem Verlauf hier dieser Indikatoren schon wesentliche Schlüsse ableiten kann. So, das heißt, nochmal unser Bild angucken. Hier. Mit der Trefferquote, die Trefferquote kann man nur dadurch verbessern, indem wir uns eine günstige Ausgangsposition schaffen. Also wir können zum Beispiel die Trefferquote auf gut 70% erhöhen, wenn wir diese Regeln beachten, dass wir immer nur am Maximum verkaufen und am Minimum kaufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir zweimal richtig liegen und einmal falsch, ist also hier um die 70%. So, wofür wir jetzt nur noch sorgen müssen, ist, dass wir ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis haben. Also, das heißt, wir legen also das Geld, was wir riskieren, wir tun so viel riskieren, dass wir wenigstens doppelt so viel rauskriegen, wie wir eingesetzt haben. Also es könnten nur
Dann wollen wir das zeigen. Müssen wir ein bisschen größer ziehen. Also, das, was wir eingesetzt haben, wenn wir jetzt hier anlegen, wäre, sagen wir mal, das hier, das Stück wäre das Risiko, dass ich das Geld verliere. Ja, das Stück. Aber ich habe die Chance, also wenn er hier hochläuft, ja, da muss ich eben manuell stoppen. Wenn ich sehe, also da bricht hier weg, breche ich das ab. Ich könnte natürlich auch meinen Stopp hier hinlegen, aber wenn ich natürlich daneben sind, also ich könnte hier einen Stopp hinlegen, dann ist also das Risiko von hier nach hier, eben hier mein Stopploss. So, aber ich habe ja die Chance, wenn ich hier bin, dass er ein bisschen runterläuft. Also das Chance-Risiko-Verhältnis. Ein Teil Risiko und habe 1, 2, 3 Teile Chance. Also liegt bei 1 zu 2,5 bis 1 zu 1 zu 3. Und wir gucken nochmal hier rein. Ja, hier an der Stelle. Ne? Und auch bei 17. Also wie man sieht, kann man hier relativ komfortabel Gewinne machen. Ne? Das wäre schlecht, also wenn wir immer mal daneben hauen oder sagen wir mal in einem von 10 Fällen richtig liegen. Also da müssen wir schon, da haben wir fast keine Chance überhaupt im Gewinn zu erzielen. Selbst wenn wir zweimal richtig liegen und achtmal falsch, naja, dann liegen wir hier, aber da müssen wir schon ein gewaltiges Chance-Risiko verhalten. Also da müsste er sehr weit oben ausgerissen sein, mir oben das Maximum erwischen und dann müsste er runter donnern wie ein Blitz. Und das ist sehr selten, die Situation. Also hier ist auch kein komfortables Treten. Wir müssen uns also hier in dem Bereich bewegen. Ne? 3 zu 1 ist also schon ein ordentliches Setup und eine Trefferquote anstreben, die zwischen 50 und 70 ist. Ne? 50 ist reines Raten und 70 ist qualifiziertes Raten. Und das qualifizierte Raten erreichen wir eben damit, indem wir hier die Kombination aus den Indikatoren einsetzen und eine gewisse Methodik und auch gewisse Instrumente nutzen. Also wir könnten natürlich auch Kaffee und Zucker handeln, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir so schöne Verläufe kriegen, die ist dort relativ gering. Wir können es uns angucken, nur erstmal als Abschreckung. Wir gehen mal hier rein in, ja, irgendwo haben wir Zucker oder so. Zucker ist immer so eine heiße Geschichte. Hier haben wir Zucker, hier haben wir Zucker. So, ich mache es gar nicht groß auf, weil ihr werdet gleich sehen, dass es nicht viel bringt. So, warum? Na, wir werden das gleich sehen. Hier sieht man ja noch gar nicht, was los ist. Das sieht ja eigentlich ganz lecker aus. Hier haben wir einen Abwärtstrend, steilen Abwärtstrend, aber das große Aber kommt jetzt, wenn wir unseren Chart eingerichtet haben. Und was sehen wir da? Da sehen wir einen großen Abstand zwischen den Kaufen und Verkaufen. Wir haben plötzlich und unerwartet Riesensprünge drin, hier, ja. Und Chance-Risiko-Verhältnis ist nicht prickelnd, weil das hier dazwischen, das ist das, was die Bank verdient. Also ich müsste hier oben einsteigen, ne? Wirklich optimal erwischen und müsste hier wieder raus. So, das ist mein Spread, also ich verdiene zweimal bis zweieinhalb Mal einen Spread. Also das ist keine komfortable Position, wo ich hier sagen kann, da kann man wirklich was verdienen. Es geht nicht. So, gucken wir uns die Verhältnisse hier mal beim Euro-US-Dollar an. Da sehen wir, dass das Spread relativ klein ist. Wenn ich oben einsteige und verkaufe, habe ich also wenigstens 10-mal den Spread verdient. Na, wir wissen ja, dass wir hier haben wir schon 40 Euro Gewinn gemacht. Wir gucken mal, wie weit er ist. Warum und wieso? Ah, er läuft nach unten. Na, dann lassen wir noch ein bisschen laufen. Also, wir begrenzen die Verluste und lassen die Gewinne laufen. Ne? Da er in unsere Richtung läuft, also er hat das Bestreben, abwärts zu gehen. Wir sehen hier, dass er oben angekratzt hat, aber ist nicht sportlich unterwegs. Also wenn er hier hochgegangen wäre, hätten wir es abbrechen müssen, aber so sieht es nicht aus. Gut, lassen wir es noch ein bisschen laufen. Ich denke mal, dass wir hier ungefähr dann beim Videoende stehen und dann gucken wir uns das nochmal an. So, Chance-Risiko-Verhältnis ist, denke ich mal, klar. Hier oben, ich sehe den Doji, ich sehe die rote Kerze, da wird hier verkauft. Ja, mache ich also hier einen Verkauf. Und ich steige aus bei der ersten blauen, hier an der Stelle. So, wir haben einen Spread, der ziemlich klein ist. Wir sehen es, also ich kann es gar nicht so groß ziehen. Ne? Das ist minimal. Wir sind also hier im German 30, das ist also 2 Punkte. Und wir haben einen Maßstab von 1000. Das ist kaum zu sehen. Also ist der DAX ein sehr gut performendes Tool, also sehr gut performendes Instrument. Wir sehen, wir haben also hier so einen kleinen Abstand. Wir sind also auch schon fünfmal über den Spread drüber und haben hier 50 Euro. So, die Gefahr ist natürlich, wenn wir jetzt
eine relativ große Positionsgröße haben. Wir haben also hier 4 Kontrakte, sind 200 Euro sind im Risiko. Naja, wir müssten jetzt noch den Take Profit machen. Hier müssten wir aber wenigstens mal einen Tausender setzen, weil sonst ist bei solchen Stop-Loss, nein, da müssen wir noch Minus. So, ja. Dann können wir hier im DAX nicht gar so knapp einstellen. Und die Gewinne sind so mal um die 500. Mal gucken, wo wir da liegen. Ich tue es einfach mal bestätigen. Ja, genau. So. Gut. Also der Take Profit ist schon ein bisschen sportlich hier. Ich denke, wenn wir den hier herziehen, wir haben von dem Niveau auf das Niveau, wenn nochmal so ein Abfall kommt, ja, sollten auch wenigstens 3 Kerzen die Linie angestochen haben. So, und nach oben, da müssen wir hier mal ein bisschen in Minus gehen, müssen wir mal gucken, ob es da vorne ein Hoch gab. Naja, dann sollten wir unser Stop-Loss hier mal über 2 hochsetzen. Das wäre also hier, wäre ein vernünftiges Setup. Ne? Ich habe zwar hier an der Stelle einen relativ großen Abstand. Ich kann das nochmal angucken, wie viel es ist. Naja, ich habe also 880 riskiert, um 450 zu kriegen. Aber es ist ja nur mein Notaus. Ne? Wenn ich merke, dass er wegläuft, dann tue ich ja diesen Handel schon vorne wegstoppen. Es ist nur für den Fall, dass ich, was weiß ich, weggeholt wäre, vergesse nochmal nachzugucken. Nur für den Fall ist unsere Absicherung. Ansonsten setzen wir es so weit weg, dass wir unser Konto nicht unnötig in Minus fahren. Wer ein kleines Konto hat, muss dieses Stopp weiter ransetzen. Also der hat keine Chance. Er muss es dann hier auf dem letzten Hoch aufsetzen, hier an der Stelle. Ich mache es jetzt nicht, weil ich jetzt nicht will, dass er jetzt hier das beendet. Ich will gerne bis her. So, ich bin ja die Zeit dabei, also kann ich das jetzt machen. Gut. Also, klar, ne? Nochmal zusammenfassend, wir minimieren das Risiko, indem wir uns Extrempunkte suchen. Und ein guter Extrempunkt ist zum Beispiel der Stundenchart, wo wir genug Kurven haben und hier mal hier ein Maximum und hier ein Minimum. Und wir sehen, wir sind also hier, das sind 5000 Punkte, da haben wir also ordentliche Gewinne. Ne? Wenn das also hier schon 1000 sind, kann man sich ausrechnen, dass das 2 bis 3000 Euro vom 10.8. runter bis zum, wo sind wir hier? Bis zum 12. Also wir haben es 2 Tage laufen lassen und haben also hier 3000 Euro ungefähr gewinnen. Ja? Hier alleine durch die Strecke. Hier ist natürlich nicht viel los. Man muss noch mit relativ großen Positionen unterwegs sein, damit man was sieht. Aber wir haben ja schöne, 3 schöne rote Kerzen hier hinten. Ich zeige es nochmal ein bisschen größer. So, und da sollten 200 Euro möglich sein, wenn man hier nach unten läuft. Ja? Wir sind jetzt hier. Er bildet noch eine blaue aus und dann kommen noch 2 oder 3 rote und dann schließe ich hier einfach. So, das gleiche Muster hatten wir übrigens gestern auch schon. Und da hat es aber nicht geklappt. Da hatte ich dann richtig zu tun, wieder einen Gewinn zu retten, auch wieder mit Hedging-Methoden. Aber wir sehen, dass er uns den Gefallen tut. Wir sind im 5-Minuten-Chart, haben hier unsere Position, eine Verkaufsposition. Hier haben wir unseren Take-Profit. Hier wird man also die 500 Euro verdienen, wenn er hier runterläuft. Und wir sind jetzt schon bei 100, also das sieht erstmal gut aus. Ja, wir haben also hier oben ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis und wir haben eine gute Chance. Wir können ja auch mal Folgendes machen. Wir schieben einfach mal den Take-Profit hier ran und lassen es einfach mal auslösen. Ja, und dann gucken wir uns das einfach mal an. Und damit ihr da auch mal seht, dass man auch das mal vollautomatisch laufen lassen kann, dann schiebe ich mal den Stop-Loss auch noch ein bisschen von oben ran. Weil ich nicht davon ausgehe, dass er jetzt nur hier uns einen Streich spielt. So, jetzt haben wir ein sehr hohes Chance-Risiko-Verhältnis, also sehr günstiges. Ich habe also ein Teil zu 2 Teile. Also das ist wie im Lehrbuch. Mal gucken wir uns mal an, wie die Preise aussehen. Also ich habe jetzt hier 111 Euro Risiko und 262 Gewinnabsicht. Ja, ich könnte es jetzt laufen lassen, wenn ich Spaß dran habe. Ich werde es dann hier irgendwo abbrechen, wenn er hier irgendwo anfängt, eine blaue Kerze auszubilden. So, noch eine zweite Geschichte, was auch wichtig ist. Money Management, gibt es auch einen interessanten Artikel hier.
diese Grafik, ich habe sie mal rauskopiert, was bedeutet das? Also, das ist ein Diagramm, was aussagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Kapital verliere. Also 1,0 Prozent heißt immer mal 100, ja, müssen wir mal, also wenn wir 100, das wären 100%, dann 20%. Also die Wahrscheinlichkeit ist 100%, wenn ich hier in dem Bereich bin, hier was blau markiert ist. So, und hier vorne habe ich aufgetragen, also das, was ich rauskriege und das, was ich riskiere. Wenn ich da bei 50-50 bin, also hier habe ich also die gute Chance, mein Kapital zu ruinieren, weil die Wahrscheinlichkeit hier schon 50% ist. Ne? Ich müsste aber jedes Mal treffen, also eine sehr hohe Trefferquote erreichen, und die erreiche ich nicht. Also ich liege der Trefferquote hier ungefähr bei 70, ne? Mit meinen Setups, mit den drei Indikatoren und immer dieser vorsichtigen Herangehensweise erreiche ich regelmäßig eine Trefferquote um die 70%. Allerdings habe ich immer mal ein paar große Verlierer drin, weil ich meinen Stopp natürlich weit weg habe. Ja, gut. Wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollen ein Chance-Risiko-Verhältnis ungefähr hier, ne? Und eine Trefferquote, die sich hier so ungefähr so bei 70 austut. Also haben wir hier die Wahrscheinlichkeit, dass unser Kapital einbüßen, ja, so bei 35, 40%. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir es vergrößern, ist immer dann gegeben, wenn wir hier einen Wert unter 0,5 haben. Ja. Man muss ja immer sehen, Risk of Ruin des momentanen Einsatzes. Ja, so muss man es ja sehen. Ein Totalverlust, ja, das ja, können wir auch ein Diagramm zeichnen, aber das ist ja nicht gemeint. Es ist einfach die Wahrscheinlichkeit, um in dem, sagen wir mal, in einer Zehner-Serie sein Handelskonto zu nullen. Wenn man also mit 10% Risiko oder mit 5% Risiko dabei ist, aber auch noch Margin stellen muss, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben 0,5, wenn man in der Trefferquote schlecht liegt, also weit hinten liegt, oder wenn man das Chance-Risiko-Verhältnis falsch hat. Also Lotto würde hier liegen, ja, hier. So. Und der Hit-Ratio, na, da liegt ja, hier ungefähr. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sein Geld verbrät, ist extrem. Da liegen also hier. Börsenhandel findet hier statt, Lotto findet hier oben statt. Weil sonst würde niemand Lotto spielen. Also keine Lotto-Annahmestellen geben, wenn die nicht mit Gewinn arbeiten. Diese Fläche heißt Gewinn für die Bank oder für das Lotto-Unternehmen. Aber wir wollen ja Einkommen erzielen. Wir müssen uns also hier auf dieser Ebene bewegen. Ja, das sind die Zocker hier oben, und wir wollen ungefähr hier in dem Bereich. Hier vorne schaffen wir nicht. Ne? Also ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3, das ist schon sehr fürstlich. Also so komfortabel haben wir es nicht. Und wir müssten auch jedes Mal treffen, das ist die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht gegeben. Also wir werden uns hier in dem Bereich bewegen. So, gut. Gucken wir uns mal an, was unser Setup macht. Das sieht ganz gut aus. Wir müssen jetzt hier mal gucken, wo hier Widerstände sind. Also wir haben hier einen Widerstand, weil da hier hochgelaufen ist und dann hier hängen blieb. Wir haben hier auch die gelbe Linie, aber er hat sie überwunden. Wir müssen jetzt gucken, dass er hier nicht nach oben dreht. Also sobald der Williams diese Linie nach oben durchstößt, müssten wir die Position schließen, weil sonst würden wir wieder Geld verlieren. Naja, es geht schon los hier. Ich schließe mal, weil die 124 Euro können wir gebrauchen. Wir sind also jetzt bei 440. So, wenn wir das noch ein paar Mal machen, also wir könnten jetzt warten, aber eine Rückzugsbewegung machen, nochmal einsteigen. Ich sage mal, wir hätten hier eine 50-50-Chance, also Chance-Risiko-Verhältnis liegt so 50-50. Ist nicht sehr komfortabel. Ich würde wieder warten, bis er unten ist und dann wieder kaufen, oder warten, dass er oben ist, wieder verkaufen, weil die Wahrscheinlichkeit einfach groß ist. Wir müssen auch ein bisschen gucken, was macht unsere gelbe Linie. Die gelbe Linie geht ins Kaufen. Also es wird die Tendenz bestehen, dass wir höhere Tiefs haben, und das könnte hier ungefähr hier liegen, ne? Weil die Linie, dieses Tief hat diese Position von der gelben Linie, dieses Tief hat diese. Wir liegen jetzt hier, also wird dieses Tief sich ungefähr hier an der Position an. Also das Niveau der gelben Linie bestimmt auch ein bisschen die Lage, wie die Tiefs liegen. Ne? Ja. Hier auch, das Hoch liegt hier, das Hoch, ja, das ist hier so die Stelle. Also eine gewisse Relation. Es ist nicht 1 zu 1, dass es mit dem Lineal abmessen könnte, aber das sieht so aus, als ob der hier nochmal
nach oben sticht und das machen wir hier nicht. Obwohl eigentlich die Lage ziemlich übersichtlich ist, wenn er hier durchgestochen ist durch die gelbe Linie, geht es ordentlich nach unten, aber dieses ordentlich nach unten sehe ich nicht, er zieht also zurück. Da könnte man mal gucken, ob es in der 1 Minute, im 1-Minuten-Diagramm dafür eine Erklärung gibt. Ja, wir haben es richtig gemacht, wir sind hier raus. Er hat also hier noch eine Gegenkorrektur. Wo kommt die her? Die kommt aus dem Radius, er will hier einen Radius ausbilden, er läuft also hoch und hier wieder runter. Wir könnten also hier wieder nach minus einsteigen, wenn wir das denn wollten. Wir müssten bloß gucken, wie viel Willen hat er, nach unten zu steigen. So, ich mache aber erstmal Schluss, sonst wird das Video zu lang.